Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Und der gute alte Tom Arte hat uns Flemfatal für 2024 zusammengestellt. Hallo. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, ihr wisst, was es heißt. Heute geht's wieder ans Transenzählen. Das ist kurz zur Erklärung, was wir jetzt hier machen. Und zwar, wir hatten schon mal eine Ausgabe von dem Format gemacht. Es geht um Folgendes. Es gibt ein Speedrunning-Event, das nennt sich GDQ, Games Done Quick. Das ist ein paar Mal im Jahr, normalerweise zweimal im Jahr. Und die haben jetzt eine Ablegerveranstaltung für Frauen. Und diese Frauenvereinigung nennt sich Frame Fatals. Und das ist halt für Speedrunner, die Frauen sind. Oder hier steht Cis, Trans, Non-Binary and Gender Non-Conforming Individuals sind willkommen in dieser Vereinigung. Also und keine was Männer, wir jetzt, gut. Also Männer in Frauenkleidern sind auch willkommen. Und so. wir hatten halt letztes Mal schon das erste Event davon angeschaut, das erste Frame Fatal Event, und hatten uns mal den Spaß gemacht. Wir haben einfach mal geguckt, wie viele echte Frauen sind denn dabei und wie viele Männer, die halt meinen, sie wären Frauen oder wie auch immer. Und wir haben das daran festgemacht, einfach natürlich am Aussehen und an der Stimme und an der ganzen Art. Ich meine, Leute, man muss ja ehrlich sein, man erkennt doch, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Also zumindest bei einigen Leuten doch sehr deutlich. Und ja, da haben wir einen Zähler gemacht. In meiner Erinnerung wenig schwierige Fälle. Ne? Also du hattest übelst oft Leute, die sich einfach keine Mühe gegeben haben. Ja, auf jeden Fall. Also das war ziemlich witzig. Ich kann noch mal auf 50-50 am Ende? Ja, genau. Es stand 21 Frauen zu 18 Männer. Also die Frauen hatten knapp gewonnen. Ich kann vielleicht schon mal spoilern. Ich glaube, hier bei dem Event sind es tatsächlich mehr echte Frauen. So wie ich mitbekommen habe. Aber es gibt trotzdem auf jeden Fall ein paar interessante Gesichter. Ah, jetzt wird es wieder schwierig. Du meintest, es sind 40 Clips. Jetzt hast du ja schon ein bisschen unsere Vorhersagen. Ich sag trotzdem 19 Männer. So. Du sagst 19 Männer von insgesamt 40 Leuten. Ich glaube diesmal 15 Männer. Wir werden 15 Männer sehen. Okay. Nochmal eine Fachfrage, heißt das jetzt Flame oder Frame Fatal? Folgendes, Frame Fatal heißt die Vereinigung und das Sommer-Event von denen heißt Flame Fatal mit L, wie deswegen. Die Flamme. Und das Winter-Event, was wir letztes Mal geschaut haben, das war Frost Fatal. Also sie haben immer Flame und Frost Event und Flame ist halt im Sommer, Frost im Winter, logisch. Ja, und jetzt ist halt das Sommer-Event der Frauen gewesen, quasi. Sommer-Speedrunning-Event der Frauen. Genau. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit dem ersten rein, damit wir hier so ein Gefühl kriegen, auch ihr als Zuschauer, wie wir das hier zählen und so. Und wir müssen da kurz was zu erklären, wie das so aussieht, so ein Video. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Getting here is a bit of an event. So, ich mache mal kurz Pause. Erstmal kurz zur Erklärung, wie das hier abläuft. Also, wir haben halt hier im Hauptbild natürlich das Spiel, was gerade läuft. Rechts unten sehen wir, wie das Spiel heißt. Horizon Forbidden West. Und interessant für uns ist jetzt auf der linken Seite, da sehen wir die beteiligten Personen. Jetzt mit einer 1 zu sehen, das ist diejenige, die das Spiel spielt. Hier RE-Doc19. Und normalerweise ist darüber noch ein Bild von derjenigen zu sehen. Also eine Webcam hat die dann an oder vielleicht einen Avatar oder so. Die hat jetzt hier gar nichts. Und in dem Fall würden wir es halt so machen. Wir würden jetzt hier eine Stelle suchen in dem Video, wo wir die hören. Ja. Dass die was spricht. Und das sehen wir daran, dass dann hier der Hintergrund von RE-Doc19 so ein bisschen leuchtet. Und dann hören wir einfach auf die Stimme und machen es daran fest. Okay, los geht's. Genau. Sure. Yeah, if you, ah, hier, Moment, ich habe es. Moment. If you do get this on the first try, you can actually save about, at most, like 20 seconds compared to the intended path. Ja, ist eine Frau. Schwierig, aber ich würde auch sagen, eine Frau. Zack. Gut, dann machen wir hier direkt das nächste. So, wir springen wieder rein. Und wir haben. Ach jetzt so, wir haben hier einen, das ist jetzt Duo, so ein Speedrun gegeneinander, genau, so. Also die spielen dasselbe Spiel, wer halt schneller ist, und bei der linken haben wir jetzt hier kein Gesicht, bei der rechten schon, und wir gucken mal rein. Intro is already set to go. What that is a nice little quality of life thing that the wonderful developer Doppley put in. That means we don't have to talk to like the same people twice. It saves time, it's a speedrun thing, and it's super cool. Also die rechts, die wir jetzt gesehen haben, würde ich auf jeden Fall sagen, ist eine Frau. Ja, im ersten Freeze-Frame sah es komisch aus. Ja, aber, ich guck mal, ob wir die rechts links nochmal hören, die nur ein
Avatar hat, aber ich vermute fast, dass die Links wird die ganze Zeit das Reden übernehmen. Ich skippe hier mal ein bisschen rum, bis ich sehe, dass hier ein Licht angeht, links bei dem Namen. Das würde sagt heißen, dass sie das redet. Ob wir wirklich richtig steht. Aber sie ist hier sagt sie offensichtlich mal was. Oh. Hier FreePub, wir hören mal rein. The catch with that jump is you really want to hit it, because it lines up a cycle really perfect. Okay, okay. Und es ist ein Mann, oder? Ja. Es ist sowas von ein Mann. Gut. Und dieser schöne Avatar, ne? Ja, und dieser wunderschöne weibliche Avatar. Gut, dann weiter. Jetzt haben wir Born of Bread wird gespielt. Von Iconocats. The intro, we end up waking up in the forest. So. Ja, hatten wir doch beim letzten Jahr schon, oder? Ich glaube, beim letzten Jahr hatten wir eins auch schon und es ist ein Mann. Wir geben uns das mal kurz. I just wanted to say that I do have a banaton of puns. Aber jetzt redet jemand anders. Ich will nochmal Enz hier hören. So. We only do this one because the game makes us. And then Lent is going to feed us a croissant. That's cannibalism. Sorry, Loaf, but we'll overlook it just this once. Es ist einfach mal ein Mann. Also trotz dem Basecap und der rosa Kopfhörer und der langen Haare und diesem rosa... Die männlichen und der Gesicht, rosa Bluse. Ja, das Gesicht einfach. Das ist das Gesicht. Es ist ein Mann. Hast du den Zähler auch gesetzt? Dann geh ja, ich direkt das zum nächsten. Ist aber hey, wir wunderbar. Haben zweimal Skihörer im Host. So, wir haben jetzt hier Warte. Der Couch noch ein paar Leute. Was steht für C? Co-Moderator oder was? Genau, C sind Co-Moderatoren, das sind die, die auf der Couch sitzen, also C für Couch auch manchmal. Das sind die beiden. Ja, warte. Wer ist Sesam von den beiden? Wer von den beiden Daydam ist? Oh, die Links wahrscheinlich. Enz Links, ja? Ich weiß es nicht. Gut, oder die, ich weiß es wirklich nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin auch für Links und das heißt, nochmal plus eins für Männer. Wie, Moment mal, also du findest Enz Links ist ein Mann? Ja, da müssen wir also mal kurz Sesam reinschauen. Sesam ist doch vorbei. Ja. Naja, nur weil jemand Daydam ist, ist ja, kann er ja trotzdem eine echte Frau sein. Wir sehen ja hier Frauen und Männer, nicht ja, also irgendwie. Die meisten Frauen haben trotzdem... Na gut, okay, ja, da hast recht. Okay, erstmal folgendes. Wir machen erstmal kurz Play und... Wir machen erstmal das Hauptziel, genau. Ja. Erstmal die Spielerin, genau. Having an existential crisis. Yeah. Yeah. So relatable. Yeah, definitely. Yeah, so as you are kind of diving through this, you can see what Crime just destroyed. That's called the password protector. Also die and rechte this cube ist Sesam. Die ganz rechts, die sitzt oder was? Also, nee, die jetzt in der Mitte, also die rechts auf der Couch sitzt, das ist Sesam. Aha. Weil die linke redet ja gerade. Ja, stimmt. Oder? Und da geht das Mikro an. Ich muss sagen, das sind alles echte Frauen. Würde ich davon ausgehen. Also auf jeden Fall die Spielerin, die Metroid Crime, die rechts sitzt, ganz sicher. Die links, die gerade gesprochen hat, Cheesy Pippi. Aber wir wollen sie mal kurz reden hören, oder? Wenigstens. So viel. Die Las Lotus? Nee, die Char Bunny. Ja, okay. Na, Char Bunny ist Host, aber Metroid Crime ist Spielerin. Oben ach so, ja, ich meine ich noch schön. Bitte gucken. Ja. To get to see that bonus part of the run. Thank you so much, everyone, for donating. Thank you. You will not regret seeing this baby. Yeah, y'all are sind alles Frauen, oder? Machen wir da in diesem Fall 3 für die Frauen, oder? 3 Punkte. Also hier haben wir jetzt mal alle gezählt. Alle, weil wir alle gesehen haben. Normalerweise würden wir uns nur auf den Spieler konzentrieren. Ja. Gut, jetzt müssen wir uns die Namen merken, dass wir die nicht dann doppelt zählen, falls sowas nochmal kommt. Irgendwie. Ja, wir werden das wahrscheinlich auch am Gesicht einfach merken. Okay, gut, dann zum nächsten. Zum nächsten Speedrun. Satan herself gegen Selkoth Mines. So, and unfortunately, the evil 8-Balls, the bosses of this game, ate our commentator Kasaki. Rest in peace, no, Kasaki. No, we have to go get Kasaki we back. Are going to have to, we are so going to have to really seek vengeance to go for get them. Kasaki back. We're going to do that. So let's explain back and say. Animierten Avatar? Interessant. Ja, ja. Ich würde sagen, das sind beides Frauen. Ja. Ja, ich dafür. Gut, dann geht's bürokratisch weiter. Wir haben hier Aliza Shidei, das gibt uns vielleicht schon einen Hinweis. So, we play as Vivian, who is a goody two-shoes lesbian. We miss the line, but at some point she says that her professor told her she needs more experience for... Hat sie gemerkt, dass sie sich doppelt akustisch? Nee, wahrscheinlich akustisch. Nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sie. Es ist eine Frau. Ja. Gut. Gottes eine echte Frau.
Dann weiter, ja, die Frauen. Wo sind die ganzen Männer hin? Wo sind denn die Männer hin? Die ganzen echten Männer. Wir brauchen mehr Eier. So, jetzt haben wir wieder keinen Avatar. Wir müssen deswegen auf die Stimme hören. Die leuchtet gleich. Hecky recently just came up with a bunch of new tech. So we've been sort of getting to work regarding that. Ich sag das eindeutig, eine Frau. Jawohl. Also wo haben die denn seit einem Jahr ausgegraben auf einmal hier? Ist ja schlimm. Ja, also das letzte Event, das war wirklich krass. Wahrscheinlich haben vielleicht sich einfach mehr Frauen dafür angemeldet, weil sie sich gedacht haben, ja, das sind aber ganz schön viele Männer gewesen. Müssen wir mal das Ruder rumreißen. Gab es da eigentlich so ein bisschen so ein Neudeutsch-Backlash bei der ganzen Sache? Ich habe keine Ahnung, leider. Ich weiß nur, dass bei diesem Event, ich habe vor uns mal reingeschaut, bei einigen Videos, wo offensichtlich Männer gespielt haben, waren ganz schön viele Daumen nach unten zu sehen. Also teilweise 60-70%. Imagine my shock. Ja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Emily. Loomblock 9 drücken für Man Goes Up. Meinst du? Okay, wir schauen mal. Yeah. Emily de Cooper ist. Alright, without further ado, I will count down and then we will start in 3, 2, 1. So, 3, 2, 1, ich mach mal hier 1 höher. Genau, dann drück mal bitte Numblock 9, es ist ein Mann. Herrlich, gut. Ist schön, dass man sich dann auch Emily nennt. Also, ja. Grey Goo Girl, also ich habe auch immer so den in Erinnerung gehabt, jemand, der sich explizit Girl nennt oder so, das sind oftmals nicht unbedingt Girls, aber ich hör mal rein. Dive more into that as soon as we start the run, but I think we're ready to go. So, can you raise your hands, you wanna count me in? Sure, 3. Das ist ein Mann, oder? Yeah. Ich mach noch mal kurz hier weiter. Hier hört man noch was. All the time. That kind of thing. So we're really hoping right now that we got a decent weapon to start with. Yeah, and this is our second. Es ist ein Mann. Es ist definitiv ein Mann. Herrlich. So, ach so, jetzt haben wir hier The Jump Monday, muss ich dazu sagen, da wird nicht gespielt. Da macht zwischendurch gibt es dann so eine Art Interview mit einigen Leuten. Ich weiß nicht, wie wir hier verfahren wollen. Wollen wir das einfach überspringen? Na, gehört die zu den Spielern hier? Die Person hier? Die oder? Wird bestimmt eine der Spielerinnen sein. Hier werden auch Leute interviewt. Naja, wir haben uns jetzt die Namen nicht so gemerkt, ne? Das könnte sich dann doppeln, das ist Blödsinn. Ja, eben, deswegen machen wir mal lieber weiter. Hast recht, genau. So, jetzt haben wir hier Bagel Cat. Wieder leider nur zu hören, nicht zu sehen. Ich höre mal rein. Patient, that train that came in right at last minute was so great. And I'm just really happy and super excited to show you this game because it's an indie game. It was made by this one guy, Yuto M-Top. He is super impressive. He did all of the code. Ja, ist eine Frau. Du meinst eine Frau, ja, will ich auch mitgehen. Gut. Dann haben wir Alice at Wonderland Games. Oh. Na, mal sehen. Das ist wieder sehen. So ein ganz schlechter Freeze-Film. Das kann ich glaube, der Freeze-Film ist einfach nur sehr ungünstig. Ja. New game to start this. I'm going to start in 3, 2, 1, go. Go. All right, so we... Ich mach mal hier kurz weiter, bis Alice widerspricht. Aber ich hatte jetzt sehr das Gefühl, es ist eine Frau. A cutscene, because if you keep going forward through that little cave... So, what Alice is trying to do here... Moment, sie spricht halt nicht. Also, die Kommentatorin spricht viel. Hier wird gesprochen. Set where our last known grounded position we want it to be. We're also going to load right here because there is a designated spot in every... Tatsächlich. Also ich würde zu Frau tendieren, aber die Gesichtszüge sind schon relativ markant so. Ich würde aber auch tatsächlich eher zu Frau tendieren. Auch irgendwie von der Stimme... Also wenn, dann ist also es auf jeden Fall nicht sehr... ganz eindeutig, aber ja. Wenn es ein Mann sein sollte, wäre es auf jeden Fall sehr passing, also wie man so sagt. Also dann passt es schon. Ja. Na dann. Also geben wir mal den Punkt für die Frauen, würde ich meinen. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier Caffeinated Composer. Yeah, they will interact with us throughout the run and they will morph into the weapons that es we pick up. Es ist auch CSM, ist nicht She-Her, also. Das ist ein Kerl. Ja. Ein Punkt für die Männer, jawohl! Wir müssen ja wieder auf. Ja. So, Clockwork Ophelia. Hier wird gesprochen. I have to pick something to wear, which is everybody's dilemma here. I love this character creator. This character creator is best. We get to pick between many different run animations. I always pick this animation. Ich würde meinen, das ist safe eine echte Frau. Ja. Ja. Trotz She-Day. Gut. Dann haben wir hier Soul Mars 218.
Ich guck mal, wann hier gesprochen wird, hier zum Beispiel. The rest of the game is sort of like a quest to get back outside. Plus eins. With the help of our... Plus eins für die Männer. Jawohl. Gut, aber ja, wenigstens hat er nicht Shihör gemacht, sondern Sesam. Aus Gag will ich noch einfach nochmal die Stimme hören, weil die ist schon wirklich besonders männlich, finde ich. Also, da wird sich auch gar keine Mühe gegeben. Null Mühe gegeben. Ja. Our robot friends that we meet along the way. No, Kitty. You seem to do this. Also, I don't know what those things are coming out of the trash yet. Ominous. Ja, es ist ein Mann. Ein Mann mit Roboter, aber da richtig gut. Oh, Sisi! Okay, ich glaube, für die Männer geht's hoch. Station, everyone else has got some kind of special powers, and you don't have them. But you're going to make yourself a helmet. And the helmet you make is going to give you the power to read other people's minds. It's called the machine that lets you read other people's minds when you want to. Or Psychopomp for short, it shortens the cycle. Ja. Es ist natürlich ein Mann, ich wollte es einfach nur mal laufen lassen, weil das ist schon sehr lustig, muss ich sagen. Das ist wieder die Kategorie, ich gebe mir null Mühe. Also, ja, also das sieht schon wirklich sehr so nach Drag Queen aus. Das, stimmt, das, ja, das Tracking passt. Und gut, vor allem dieser Bartschatten dazu. Schaut ihr mal diesen ultramännlichen Bartschatten an. Ja, ja, ja. Ja, eben. Also das ist so wirklich so ein Bartschatten, den du hast, wenn du richtig krassen Bartwuchs hast. Du hast dich früh rasiert und dann ein paar Stunden später schon am Nachmittag, wie im Film. Das ist der 3-Stunden-Bart, nicht der 3-Tage-Bart, ja. Ja, ja, genau das. Der 3-O'Clock-Shadow, wie man manchmal sagt im Englischen. Stimmt. Ja, gut, dann hier Marforia, She/Her. So we're going to go ahead and head over to Barry here. He will go ahead and turn into a random enemy. Ach, that random enemy is a dog. I got to go ahead and... Ah, ist eine Frau, weiter. Es ist safe, eine echte Frau, ja. Glückwunsch an die Frauen. So, jetzt haben wir Astrid, the Horror Girl. Die hat auch schon letztes Mal mitgemacht. Ja, wieder das Warnsignal Girl übrigens im Namen. Könnte aber auch noch ein unvorteilhafter Freeze-Film sein gerade. Aber letztes Mal kann ich... Ja, okay, ich will nicht mehr fragen. Ich hab's noch im Kopf, weil wir darüber sehr lange diskutiert haben. Aber wir können gerne nochmal diskutieren. Wir machen da Play. Ich scared, das wird interessant. Tier is when the timer is going to start. So, are you ready, Big Scared? I am ready. Are you ready? I am ready. Scheiße, all right. In that case, let the race begin in 5. Machen kurz Pause, bitte. Ja, okay. Also die Links erinnert mich hier an Scarlet von StarCraft. Meinst du es Kerrigan? Nee, es gibt direkt so eine Profispielerin. Ach so, um Gottes Willen. Ach, um Gottes Willen, ich kenne die Spieler nicht so. Alles die hat klar. Halt, also das Gesicht und die Schminke. Für meine Begriffe relativ ähnlich. Boah, schwierig. Ich finde auch Big Scared diesmal, also diese andere Person da, äußerst schwierig. Boah, das wird jetzt was Hartes. Lass uns nochmal hier reinhören, ja? Genau. That's what I'm doing now, and I will be doing for the next 20 seconds. So, we're gonna be trying to not have that happen to us. Now, Emily is not alone. In addition to Detective Carmby, you might notice a interesting... Also ich würde mal sagen, Big Scared ist auf jeden Fall eine Frau. Astrid the Horror Girl, würde ich meinen, ist ein Mann, der sich extrem Mühe gibt, also mit dem Sprechen. Ja. Der vielleicht auf irgendwelchen Hormonen ist, aber ich bin der Meinung, das ist ein Mann. Wir hatten es auch letztes Mal lustigerweise als Mann gezählt, das weiß ich nämlich noch, weil da hat man sehr lange diskutiert. Aber da hatten wir schon genau dasselbe Thema, da waren wir uns unsicher und du warst eher so Team Frau. Wir können auch gern sagen, wir lassen die weg. Nee, wir machen jetzt hier Mann. Also diesmal bin ich tatsächlich mehr Team Manta. Also Team Manta, okay. Team Manta, ja. Ja, mehr Team Mann, gut. Wunderbar. As to the Hover Girl. Jetzt haben wir hier Sweet Peeps. Load screen. We go to chapter select. We have to go to Return 3 Local Girl on Saga's half due to content gating, the way the game is built. And ich mach große kurz Schwester Audi von Charlotte. Entschuldigung. Vielleicht Frau. Fast, ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz normale Frau. So, dann haben wir hier, achso, wieder so ein Interviewformat. Das überspringen wir mal bitte. Und hier kommt jetzt Lady Irianna. Oh, Lady. Lady, natürlich. Achtet auf das Lady, wie ladylike sie ist. Oh, I love that crit already. We love to see it. So, already the game giving me some good RNG anyway. So we need to give
Laden. I get Laden to level 4. Warte, ich will's lovely. We start off with the Sharpen ability. The Sharpen spell will raise. Ja, okay. Herrlich. Ja, das ist einfach mal ein Mann. Also, ja, schwierig. Das ist dieses Meme, wenn dich aus den 70ern jemand fragt, was wirst du in 2025 oder 2024 machen? Zum Mond fliegen, zum Mars fliegen, zum Pluto fliegen, Männer und Frauen zählen. Ja, Männer und Frauen zählen, ne? Oh je. Oh, so. Was haben wir jetzt? Survey, oh shit, wie auch immer. Und hier wieder ohne Bild. Das ist oft. Ach, und guck mal bitte auf die Tastatur. Da ist neben dem Corsair-Logo rechts ist eine Transenflagge. Mhm. Das vielleicht mal als kleiner Hinweis und links. Ja, es ist auch irgendeine, ich glaube, Panflagge oder irgendwo auch irgendein Karam. Wir hören mal rein. Aber die Hand sieht relativ weich aus. Ah, jetzt spricht hier die Kommentatorin. Das ist. Du, hier spricht Sarah Yoshi. Moment. Alright. And then we go into character creation. Most of this does not matter, so I'm just gonna do this. We do need to make sure that our class is cleric and we have the grasping ring equipped. Everything else looks good. Are we good to go? Ja, ist eine Frau. Schwierig. Du sagst eine echte Frau, oder? Ja. Ich würde auch sagen, es ist eine echte Frau. Du hast recht, ja. Man tut sich wahrscheinlich selber einfach dadurch, dass man hier doch so viele Männer hat, manchmal unbewusst darauf fixieren, das müsste ein Mann sein, obwohl es gar nicht so ja, ist. Man ja, man macht es sich schwerer. Also so wirklich? Genau. Das ist so, ist, wenn man Hammer in der Hand hat, sieht man überall Nägel. So macht ah, das ist ein gut, ja, guter Vergleich. Das ist so ja. Der Spruch. Genau. Okay, gut, dann machen wir weiter. Wir haben jetzt hier Princess Shortcake und Mel 1997. Let's go, girls! We always have to start all of our investigations with that little chant. Because it's Galsmo! You can't have that without Galsmo. We can't have Galsmo without that. Ich bin der Meinung, das sind alles ganz normale Frauen. Die Linke hat jetzt aber nicht viel geredet, ne? Ja, okay, ich guck mal. Princess Shortcake, hier spricht sie. It sounds like a microwave, so you hear this, it sounds like a microwave. The hot pocket's already, you know. Ah, und schon wieder spricht nur die rechts, Moment. Hier geht noch was Licht an. That only I can see. It's quite literally haunted. It's almost as if, like, there might be a ghost in this house. Die lacht nur die ganze Zeit. Ja, die lacht aber nur, jetzt, spricht jetzt nicht viel. Oder? Jetzt. Moment. Almost like there might be. Okay, zwei Frauen, ja. Ja, das ist eine echte Frau, also ich finde, das sieht man auch einfach. Oh, ich werde so. Mit meiner Vorhersage verlieren, wie es aussieht. Wie steht's denn? Kannst du mir einen Zwischenstand geben? Es steht 18-9 für die Frauen. Also heftig. 18-9 für die Frauen, okay. Sehr gut. Da haben wir jetzt Jerry Kandra, Shihör. Ich schau mal wieder, dass sie spricht, weil bis jetzt sprechen nur die Kommentatoren die ganze Zeit. Aber sie hat wenigstens ein Bild. Ohren. Ja, hier spricht sie mal ganz kurz. Hier spricht sie mal ganz kurz. A quickly shout out that we are well on our way to $35,000. Heck yeah. So, can we keep working towards... Was war das? Heck yeah. Schwierig. Komm, ich brauche hier ein bisschen Sprache. Also dieses eine Text, Fitzlichen oder Hörfitzlichen, war sehr verwirrend, sagen wir es mal so. Ja, würde ich auch sagen. Spricht vielleicht ganz am Anfang wenigstens mal ein bisschen was. Moment, dass die sich da kurz vorstellt vielleicht irgendwie. Die sagt ja gar nichts. Oder eins. Nee, er hat also auch nur den Mund zu. Diese Elbenohren ist halt ganz schwierig. Er hat auch nur den Mund zu hier im Bild. Schwierig. Ich bin... Gib uns nochmal die eine Stelle. Sagen? Hast du das nochmal drin? Oh, das habe ich jetzt leider nicht mehr. Das habe ich jetzt leider. Ich kann nur nach einer anderen suchen. Aber die eine Stelle werde ich leider nicht nochmal finden. Weil diese eine Stelle war so, erst war ich so, es ist halt eine Frau, die, naja, irgendwas mit ihren Ohren halt gemacht hat. Hm. Aber dann, Hier haben wir nochmal einen kurzen Ausschnitt wahrscheinlich, wo sie spricht, ganz kurz. Okay. Little milestone here, 37k is just around the corner. We have less than $400 to get that. And if we get that, we're gonna be really, really close on that Chrono Cat, Cat ending, so... Let's go, chat. We can get 37k. All right, let's do it. You're doing great, Twitch chat. Mann, komm. Ich bin mir unschlüssig tatsächlich. Okay, die Gruppen täuschen mich jetzt nicht. Im Zeitalter der plastischen Chirurgie. Ich finde, das ist tatsächlich passing. Also, ich könnte mir vorstellen, das ist eine Frau.
Ja, Parsing wäre, es ist ein Mann, der so gut aussieht, dass es eine Frau ist. Wir machen mal so, wir vertrauen wieder auf die Schwarmintelligenz der Zuschauer. Sag uns mal, was das für euch ist. Die Person hier. Jerry, Kandra. Gut. Wir können ja trotzdem wegen mir zählt die Männer höher. Die haben so wenig. Ich meine, die sind benachteiligt strukturell hier in dem Format. Genau. Also die dürfen nochmal einen Punkt kriegen. Okay. Deswegen machen wir mal weiter. Und wir kommen zu Soreo. Oh, da gibt es gleich noch einen Punkt. Oh, I'm here with my commentator Helix. Hey, yeah, entered into the console, which will be in 3, 2, 1. Machen wir Pause, bitte. Ja, ja. Er hat she say und der Kommentator hat say she. Ja. Das ist perfekt. Aber das ist wenn das die ist beide ein Kerl, eine Konversation oder? Führen, die ja. Dritter wiedergeben muss. Ja. Dann ist wirklich alles zu spät. Dann ist Feierabend. Auf jeden Fall würde ich sagen, Zoreo ist ein Mann, oder? Er sieht halt aus wie einfach Zoro wie ein ist Mettler, Mann, ja. Wie ein Mettler mit langen Haaren, weißt du? Richtig. Mit so ja. längeren, dünnen Haaren. Keine Ahnung, wie früher auf dem Slipknot-Konzert oder hast du mir gesehen. Ja. So, okay, gut. Wir kommen weiter. Wir haben ein Interviewformat, das überspringen wir mal. Jetzt kommt Selkaff, meint, die hat man, meine ich, nee, schon mal genau, gezählt. Das, ja, deswegen das überspringen wir sie. Ja. Deswegen überspringen wir sie. Und jetzt kommen wir zu keiner Nerdy Housewife. Housewife, wichtig. So we will have to solve puzzles. We will start our puzzle solving by grabbing this towel. I want to speak to manager. We're gonna grab a delicious cupcake. We're gonna split the cupcake with Grandpa. Ja, ist eine Frau. Ist eine Frau, oder? Ja, gut. Gut, dann haben wir hier Snowballs MB. Hier wird gesprochen. You can buy one for not much, but since the game has just given me the... Es ist ein Mann. Ein Kerl, der sich nicht zeigen mag. Easy. Punkt für die Männer. Jawohl. Sisi wieder. Die hat man schon, die zählen wir deswegen nicht nochmal. Oder ihn vielmehr. Ich würde aber gerne nochmal kurz reinschauen, weil ich finde wirklich diesen Bartschatten so mächtig. Ich will nochmal kurz reinschauen. Das ist einfach nur mächtig. Use your astute speedrunning eye to try to figure out the exact moment at which the RNG manipulation is going to come to fruition. And when you believe. Ja, also einfach krass. Also das so beim Frauen-Event, das Speedrun, das muss man sich wirklich geben. So, Oini, hier wird kurz gesprochen, She Day steht da. One, go. Das wurde nur eingezählt. 3, 2, 1, go. Ah, hier, Moment. At the very beginning, that skips two levels. You just press the button and you skip two levels. Ja, Kerl. This run... Das ist ein Kerl schon wieder. Geil. Die Männer holen die auf. Die Männer aufholjagd hier. Geil, okay. So, Fox Walks haben wir hier mit, oh Gott, mit so einem Furby-Avatar oder sowas. Das ist ein Mann. Bestimmt auch ein Mann. Ja, also bestimmt ein Mann, wir hören mal. As I just mentioned, this is a mod, this is a fan restoration of the CD11/Origins version. Das ist eine Frau, oder? Das ist eine Frau, ne? Ist überraschenderweise doch eine Frau. She-Day steht da und Furby-Avatar, also da ist bestimmt auch was anderes los im Kopf, aber... So, Snowballs MB hat man schon als Mann gezählt, ja. Deswegen mache ich mal weiter an der Stelle. Jetzt haben wir hier Riso. Wir machen ja unseren eigenen Speedrun. Ja, ja. Wir haben halt 40 Videos, liebe Zuschauer, da müssen wir ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir hier Riso Rule, She Day mit Entenavatar. Wir hören mal rein. So, I'm very excited for this run. I think you can tell it's always a pleasure whenever I can have you join us in the pond today. without further ado, let's get ourselves started. Klingt da Mann? Oh, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Auf jeden Fall, Riso ist eine Frau. Ja. Stinkt nochmal eine Frau. Gut, dann machen wir weiter mit Anarchy. So, hier hört man sie. Goals are very, I've got a list of about 50 or so goals, which is quite a bit. The first one is just play the tutorial, so that's the easiest one. Ist eine Frau, richtig? Ja. Gut, da sind wir uns einig. Gut, dann haben wir hier Dijon Ketchup. Die wird wahrscheinlich wenig reden, weil die Guitar Hero spielt. Und bei Guitar Hero ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man eigentlich viel redet nebenbei. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Moment, jetzt ist ja... Ach so, jetzt kommt hier... Ja, die Sean Ketchup. Ich muss jetzt hier mal ganz schön skippen. Entschuldigung, Leute. Gerade, hier wird kurz geredet, ja. Wir hören mal rein. Songs left. So, let this music fuel you. Let the power of rock fuel you into making this incentive happen. You want more Rock Band 3, right? You're having fun, right? Let's make it happen.
That little you part too. Always gets me. Yeah, that's a really hard Hamelrod. Das war schwierig. Das war krass tiefe Stimme. Ich finde, man hat hier wenig, womit man arbeiten kann. Ah, hier wird nochmal kurz gesprochen. Wir hören rein. What actually launched it? Das war viel zu kurz. Moment. It was one of the real. Ah, schwierig. Also das Problem ist wirklich. Vielleicht noch was? Wenn sie fertig ist? Ja, vielleicht. Rockband ist halt wirklich ein schwieriges Spiel, weil da kann man ja so viel reden. So, hier wird gesprochen. Moment. Aber die lacht bestimmt auch nur kurz, Moment. Optimus Prime came to save the day. This is the ultimate showdown. Scheiße. Das ist doch ein Kerl, oder? Ja. Also ich finde, die Stimme ist irgendwie sowas von Mann. Aber so die Aufmachung, könnte ich auch sagen, wäre einfach nur eine dicke Frau. Das ist eine unhübsche Frau. Ja. Aber wir sagen mal Mann, oder? Ja. Ich bin der Meinung, das ist ein Mann. Also die Stimme einfach. Gut. Aber war nicht leicht, bis er mal gesprochen hat. Es war nicht leicht. Oini hatten wir schon gezählt als Mann. Ja. Auch wenn das Shidei steht. Dann haben wir als nächstes a Variety Pack. As well. We have most notably the Climax Brace, which gives us infinite magic, which means we don't have to worry about any resource management with our Demon Summons. We basically have them infinitely. Additionally, we also have access to the Hymn of Durga. The Hymn of Durga is very important because that is the only thing that can actually increase the damage output of the demons. So those two things in combination. Boah, Arti, ich glaube, das ist das Schwierigste, was wir heute hatten. Das ist das Schwierigste, was wir heute hatten. Also, das könnte alles sein für mich. Wir müssen jetzt hier noch so eine Mucke einschieben bei Wer wird Millionär oder so. Darf ich einen Joker ziehen? Ja, irgendwie fast schon. Also, da würde ich fast beiden einen Punkt geben. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Vielleicht sag mal im Zweifel für die Frauen. Wenn wir wirklich nicht wissen, dann kriegt jeder einen? Ja, dann kriegt jeder einen Punkt vielleicht. Das ist halt wirklich die Asiaten. Schwierig. Das ist schwierig, ja. Also, die haben ja so schon manchmal keine übelst maskulinen Gesichtszüge. Ja, der ganze Habitus, also. Liebe Zuschauer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Sagt uns, Variety Pack, was hättet ihr getippt, Mann oder Frau? Gut, wir haben mal beides gezählt, deswegen. Weiter geht's. Machen wir mal weiter. Good Gorto. I am an Ocarina of Time Speedrunner. I speedrun this category. Plus a few others. Ja, Frau. Das ist eine ganz normale Frau. Gut, dann haben wir wieder Gelaber. Oh, no video is playing. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, das war das letzte Video. Und es steht 24 zu 15. Oh, okay. Also, ich habe ja 15 getippt. 15 Männer habe ich getippt. Ja, du hast diesmal hart gewonnen, ja, Mensch. Bin genau richtig. Geil. Geil. Cool. Also, Daumen, ein Drittel immer, also über ein Drittel immer noch Männer. Auf jeden Fall. Also, Klaas hat sich gebessert im Vergleich zum letzten Event, zu dem Frostfatals, wo es halt 21 zu 19 stand. Die Frauen aber immer noch viel zu krass. Also, so viele Transmänner hier einfach, oder sagt man dann Transfrauen, ist mir egal, einfach Männer. So viele Männer hier. Ja. Ja, aber sie wollen es ja mit diesen ganzen Pronomen, die sie da immer hinschreiben und so. Also, weißt du, es geht ihnen ja nicht um die Frauen da wirklich. Ja, also dann kriegen sie das halt, diesen. Ja, naja. Ist irgendwie wild. Irgendwie wild. Aber lustig, ich habe ein, zwei neue Spiele kennengelernt. Ist doch die Hauptsache. Das eine sah so ein bisschen roguelike aus. Mal schauen, vielleicht. Ja, vielleicht was. Habt ihr auch was gesehen zum mal reinzocken. Und vielleicht habt ihr euch auch verliebt in einige der wunderbaren zu sehenden Frauen. Solche Sisi, mein Favorit, auf jeden Fall mit dem 3 Uhr Bartschatten. Also ja. Ganz wunderbar. Da kannst du die Ohren nachstellen, das ist auch schön. Ein wunderbares Geschöpf. Ja, das war, hat mir viel Spaß gemacht. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja. Macht's gut. Haut rein.